So, wir sind jetzt noch in so einem kleinen Imbiss unterwegs, eingekehrt. Und Tatjana und ich trinken Tee und Wasser. Da ist noch so eine kleine Teeküche. Er hat da so einen kleinen Wagen, wo er dann auch so einen Grill drin hat, wo er es fertig machen kann. Und die Wolken in den Bergen krummelt. Also ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir nachher wieder nach Hause kommen. Das gibt doch Regen. Und hier in diesem kleinen Imbiss, ne, richtig türkisch, mit Kinderhocker hier, ne, hat man so diesen Blick hier so aufs Meer. Ah, Teşekkürler. So, haben wir noch ein bisschen was gekriegt hier. Ich denke mal, das ist Ortchen hier. Schaka, die Gurken ist gut, die sind ein bisschen salzig. Aber hier Speis. Achso, da, ich habe nur einen bestellt gehabt mit der Köfte. Und Köfte hat er dann gegrillt, warm gemacht. Die sind auch durch, schön. Und dann so in Brot, ne, hier eingepackt mit Gemüse. Oh, schön. Da hat Jana gleich gesagt, auch die andere Hälfte kriegen. Und schmeckt auch super. Also Tatjana, erst wollte sie gar nichts, war sie mäkelig. Mhm. Und jetzt sagt sie, schmeckt sehr gut. Und beim Essen ist sie ja wirklich ein bisschen mäkelig. Ne? Und also wenn Tatjana sagt, das schmeckt, ne, dann schmeckt das wirklich. Also mir hat es auch geschmeckt. Tja, ja, Tatjana sagte gerade, hier ist so schön ruhig. Hier ist richtig gut. Ist top. Ach, da sind hier so eine Liebeschaukel. Das ist wohl so ein kleiner Liebes-Treffpunkt hier. Die sich sonst nicht treffen können. Oh, zumindest von der Aufmachung her so, ne? Ist aber nett gemacht hier. So, jetzt müssen wir was zumachen, dass wir zusehen, dass wir nach Hause kommen, ne? Denn hier das krummelt und bollert. Ne? Und hier Sietra, ne? Hier da ist ein Schild auch, ne? Sietra ist das oben die Ruinenstadt da, ne? Also hier, das ist Seferi, ne? Chai Bahçesi. Also super aufgemacht, ne? Richtig schön. So, da ist nochmal so ein Schild. Sietra, 3 Kilometer. Ne? Und hier ist die B400. Hier ist auch so ein Abzweig. Ne? Wo man hier ranfahren kann. Der kommt nachher die Badestelle. Und man hat gesehen, das ist eine ganz schöne Dünung zur Zeit. Na, jetzt ab nach Hause, sonst werden wir noch nass vom Regen. Wir waren eben noch in den Bergen und jetzt hier, da haben wir einen kleinen Happen gegessen. Und war zu wenig, wir haben noch unterwegs Hunger gekriegt. Eigentlich sind wir geflüchtet wegen dem Donner und Rollen, weil hier da Gewitter aufzieht. Und über Kargezack, das ist richtig schwarz, der Himmel. Ja. Aber jetzt sind wir in Mamula haben wir ein bisschen Pause. Und jetzt sind wir im Sarasoy. Haben wir uns jeder erstmal eine Suppe bestellt. Und ich habe nochmal hier Adana Dürren bestellt. Ich habe nochmal richtig Hunger. Ja, hier im Sarasoy, das ist immer wieder schön. Da kommt diese so ein Ditschen. Ne? Und dann hier der Salat, Wasser gleich da. Und das hier gegenüber, schräg gegenüber vom Toros Restaurant. Ne? Ach, das ist schön hier. Ne? Und ein Stück weiter noch herum wir gleich. Ist nicht weit weg von uns. Jetzt haben wir unsere Suppe bekommen. Ne? Ich habe sie tomatiert. Tatjana hat sie hier naturell genommen. Und da ist dann noch so ein bisschen Brot zu, wenn man zu essen kann zur Suppe. So, wir haben unsere Suppen gegessen. Und das Brot, das war ja schon in Streifen geschnitten und mit Käse überbacken. Das war richtig lecker. Und jetzt gibt es noch einen Tee. Tee geht so in diesen türkischen Häusern eigentlich mal aufs Haus. Schauen wir nachher bei der Rechnung. Ich hatte ja noch so einen Adana-Dürren bestellt, den hatten sie wohl vergessen. Und da kam man noch extra zum Tisch hier und so Adana drin, ob ich den dann noch möchte. Ich sage, ja, soll er einpacken, Paket. Nehmen wir mit nach Hause und den gibt es den hier heute Abend. Essen wir Tatjana und ich heute Abend. Nicht Tatjana Grills.
Abendbrot. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir doch beide satt. Ach, ich liebe das Leben hier in der Türkei. Es ist einfach schön. Auch wenn manchmal so ein paar kleine Pannen passieren, so wie jetzt. Wir haben vergessen, dass es ihm doch eingefallen ist. Da war doch was mit Adana drin. Und da haben sie dann gebracht, ne, als Paket, so wie ich ihnen jetzt gesagt habe. Ist doch alles schick, ist doch alles gut. Hier, und das war Vorsehung, dass sie vergessen haben erst. Sonst hätte ich so viel gegessen, da wäre ich übersatt. Ja, das war jetzt ein kleiner Besuch hier in Sarasoy. Ne? Hier unser hier Gaststätte, hier wo es die einheimischen Gerichte gibt. Und wo auch die einheimischen Türken ganz viel essen. Auch russische Leute sind hier ganz viel, die hier essen. Hier jetzt auch das Geld arg gucken. Ne? Und hier ist auch recht preiswert. Also für die beiden Suppen, Wasser hier und Salat und das Brot und Adana Dürüm, alles zusammen war jetzt 66 Lira. Komm mal nicht meckern, ist okay. Ah, es fängt an zu tropfen. Diese schwarze Wand von Kagishak, die kommt rüber. Jetzt nichts wie nach Hause. Ja, wir sind zu Hause und da ist jetzt hier, aber sieht nicht mehr ganz so schwarz aus. Über Kagichak war es ja richtig schwarz. Ne? Und hier, das mit den Tröpfeln hat sich auch erledigt. Also es verzieht sich in die Berge. Naja, wir haben mal ja genug Regen bekommen hier gestern. Und jetzt kann es im Oktober regnen, ist garantiert wieder. Oder Ende September. So Leute, falls euch das gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. So, was ich beinahe vergessen hatte, unsere Einladungskarte, da sind alles voll Stühle und Tische, die schon bereitstehen. Also heute oder morgen oder jetzt am Wochenende, da geht's los, da wird Party gemacht.